alle zu mir. Versucht euer Inventar ein bisschen leer zu kriegen. Nein, das ist jetzt überheblich. Oh, oh, die drücken in uns rein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe zu lange gewartet. Immer wenn man sagt, versucht euer Inventar leer zu kriegen. Oh fuck. Ich hab mal den einen Felsi wieder nach unten zu euch. Verteilt euch. Wunderschön. Wir haben das Event gewonnen. Das war natürlich alles geplant. Boah, das sind jetzt aber auch schon ein paar, ne? Also nicht, dass es jetzt daran gelegen hätte, dass ich gerade so erbärmlich verreckt bin, aber guckt euch das an. Das sind schon, wie viele sind das? Also 20 plus sind das nicht. 21 plus. Das sind ja ein paar mehr. Das müssen schon 20 plus nochmal. Krass, krass, krass. Ja, das ist genau, das ist mir vorhin schon mal passiert, vor der Gruft, ne? Wenn man da eine Sekunde zu lang steht und ein bisschen noch rumkackt und die engagen da hart auf einen drauf und die hatten jetzt nicht mal einen Schleier. Mal rotieren die Gilden bei denen, jetzt haben wir auch einen Gun hier. Oh, wahrscheinlich. Kroko, könntet ihr mir vielleicht ein, zwei Lager wiederholen für die Garnier? Jo, das machen wir jetzt. So, darf ich jetzt Buffwood stellen? Jetzt darfst du Buffwood stellen. Wir machen mal ganz kurz Verkaufpause. Vielleicht eine Minute. Sehr schön, vielen Dank fürs Buffwood. Ich gehe mal kurz aufs Toi-Toi. Geht gleich weiter, so eine Minute. Die Kombis müssen aufs Klo. Weil die trocknen die Garni nämlich gerade aus, ne? So, ich bin mal raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. Ich schließe mich dem Ganzen an. Tschüssi. User disconnected from your channel. Ich bin noch mal kurz AFK. So! Wir gehen jetzt Richtung Westen. Ja, sehr gut, dann laufen wir Richtung Osten. Wir machen einmal ganz kurz. Oh! Wir machen einmal ganz kurz die Bereitschaftsüberprüfung. Mhm. Gott, wir drücken mal auf Häkchen. Das ist der Test. Den gilt es zu bestehen. Ich führe nur. Nein, danke, verzichte. Was? Stehst wohl nicht so auf Prüfung? Gedrückt, also kann verzichten. Auf den Test? Ja. Ach, da kann man I'm not ready drücken. Cool. Ja. Ich habe alles, was da war irgendwas zu drücken, habe gedrückt. Ich konnte nichts drücken. Ich konnte nur I'm not ready drücken. So, das sieht ja schon mal gut aus. Die, die jetzt da sind, wir laufen los in Buffwood ankrabbeln. 3, 2, 1, los! Danke fürs Lagerkennen. So. Das war jetzt Karma. Das war einfach Karma. Ich war zu siegessicher. Das war jetzt Karma. Ich bin jetzt schon ein bisschen geknickt. Das ist Karma so. Die Karni ist schon wieder angeschlagen. Unverblümt auf einen niederprasselt. Wir laufen mal zum Nordostturm. Hat noch 40 Sekunden. Mal schauen. Das Karma. Bei mir, Fini. Osten? Ja. Wie viele? Rote Meer. Oh. Das ist Gun. Die stehen ganz ruhig, entspannt. Dann machen wir es mal warten zum Toten Meer, oder? Ja. Also sind die schon sie dran? Haben die schon was gebaut, oder? Nö, sie machen nur Dance/Wink. Idiot. Das kann sein, dass die einen Fight wollen. Oder, Fini, schon bei Westen-Kategorie, nicht, dass sie da ich war gerade im Westen, da war keiner.
Okay. Die wollen wahrscheinlich fighten. Das fanden die lustig, dass wir gerade so geplatzt sind. Das fanden die lustig. Sie haben das Krokodil auf dem falschen Fuß erwischt. Krokodile sind unterwegs zu dir. Was? Wahrscheinlich. Ja. Wieso? Woher wissen die das? Haben die Spione, die Schweinchen? Das nicht, aber die sind jetzt weg. Ah. Wir müssen trotzdem im Süden gleich nochmal gucken. Ja, die Tore sollten offen sein. Hm. Mauer ist auch gleich auf. Kein Problem. Ist ja alles nur Pappe. Wir gehen da rein. Ich werfe mal einen entspannten Blick gleich darüber, ob die Tore auf sind. Im Süden ist nichts. Oh. Im Süden von der Garni ist kein rotes mehr zu sehen. Dubdidu. Nein, die Tore sind zu. Die stehen nicht auf. Wir haben gerade nicht hinten die Mauer aufgeschossen, obwohl wir vorhin die Tore offen stehen. Nein. Es ist schon okay, dass wir hinten durch die Mauer sind. Bitte tötet schnell den Fürst und tickt durch. Das war doch der Sinn des Events. Mal so nebenbei. Ja, mal ebenso. Jetzt sind die Tore zu. Ja. Seht ihr? So. Palast ist jedenfalls auch noch Pappe. Wenn die den jetzt nicht gerade geholt haben, könntet ihr da auch so reinmarschieren? Ja, wir schauen mal. Wir holen erstmal noch die Matze raus. Beim Westturm ist auch Pappe und Palast auch. Wird er den Sprung schaffen? Ich guck grad. Boah, seid ihr gut. Guck mal, da ist keiner runtergefallen. Also im Osten ist nix. Also bei mir ist nix. Bist du Westen? Nee, ich bin Osten. Also jetzt wissen sie, wo wir sind. Wir rennen gerade alle in den Wachposten rein. Vielleicht können wir sie ja wegziehen da irgendwie, oder ich weiß auch nicht, ein bisschen zu uns locken. Wenn die unbedingt fighten wollen, dann können wir da denen auch noch gerne einen Fight bieten. Kein Problem. Dann schauen wir mal. Was ehrenhaft. Was wir da haben. Na, das ist nervig, das kann ich mir vorstellen. Wenn du da am Scouten bist, dann bist du wahnsinnig. Ah, die sind schon außen durch. Wie sind die denn außen durchgekommen, die Felsis? Oh oh. Komm zurück. Ja, wir kommen, wir kommen. Innentor sind sie jetzt dran. Ich besetze das Trepp. Das Tor ist allerdings noch auf 100%. Okay, wer keine Mats hat, könnt ihr hier stehen bleiben. Ja, Timer. Achso, warte. Nee, wenn sie schon drin sind, geht's eh nicht. Geh, schon unterwegs. Ja, warte doch mit der Kühle, bis wir da sind. Moment, wir sind schon am Spawn. Stell dich da schon mal neben. Wir sind am Spawn. Auf geht's. Wir sind im Westen innen. Schnell. So. Puh, ja, wie sieht's aus? Status Innentor? Sind die am Tor? Also bis jetzt scheinen sie da nur gegen zu trashen. Ich weiß nicht, was das wird. Mauer ist auch noch okay. Vielleicht schmeißt da jetzt alle mal Kühe rein, damit sie nichts bauen können. Vielleicht habe ich sie zu früh mit den Kühen erwischt, dass sie nichts bauen, oder die wollen echt fighten. Guck dir mal diese wunderschöne Sprüchesschlange da hinten an. Sensationastisch. Wie an der Perlenschnur auf... Nee, an der Perlenkette. Ihr seid eine Perlenkette. So. Und Kühle kommt. Herr Kroko. Jo. Die sind... Alle mal sammeln erst. Leichte Opfer sein. Sammelt. Und langsam nach vorne laufen. Nimm Schaden nach vorne, wir kiten die. Nicht zu weit rein. Links ein bisschen Schaden ans Tor. Links ein bisschen Schaden ans Tor legen. Nicht zu weit da reinziehen lassen, Leute. Nicht umfallen.
Es geht da ein bisschen einfach den Schaden vor das Ausfalltor. Die wollen das Ausfalltor zumachen, aber wir wollen da gar nicht rein. Hier die Downstats finishen. Schaden oben halten. So, die sammeln sich dann, machen einen Regroup. Hinten Schaden auf den Regroup drauf da. Kommt ein bisschen näher ran. Und einmal zurückdodgen gleich. Jawohl, schön. Downstat produziert. Schaden nach vorne. Immer schön den Schaden nach vorne halten. Die Melee ist ein bisschen Melee-Range. Wunderschön. Easy peasy. Lemon squeezy. Ah, cool. Haut die Downies da weg. Noch einmal hier hinterher. Drücken. Downset hier bei mir. Bin durchgelaufen. Weiter. Krieger bei mir. Wunderbar. Schön gemacht, Leute. Ganz entspannt. Da hinten ist noch ein bisschen was. Auf geht's. Alles mal anhitten. Habt ihr Mats mit zum Reparieren? Weil hier ist ja nicht viel drin und hier komme ich gerade viel Dullis an. Wir haben ein bisschen was bei. Ja, draußen wäre vor allem cool. Drinnen ist, glaube ich, sogar noch heil. Jetzt alle mal vor ans Tor zureppen. Beziehungsweise die Flammböcke wegmachen, wäre toll. Wo die reingekommen sind. Auch das machen wir. Ja, alle mal zu mir, mein Spot. Da stehen sie. Wunderbar. Und die Mats ins Tor. Eine Ramme noch. Boah, bei 80. Macht's voll. So. Dann sammelt euch mal bei mir. Ihr könnt euch auch draußen sammeln. Stehen noch alle draußen. Wunderschön gedefft. Gutes Teamwork, Leute. Echt super gemacht. Auch mit dem Spähen und so. Das ist natürlich traumhaft. Ja, sonst kannst du es auch nicht halten, ja, das ist klar. Du kannst ja nicht überall gucken auf der Karte. Und das war ja jetzt auch innerhalb von Sekunden praktisch durch. Ja. So, einmal Speed up jetzt hier. Wir laufen gleich los. Wächterfelder unter uns. Einmal, ich hätte gerne mal so ein paar Statics und so ein Zeug. Hier diese Blitzfelder. Auf geht's. Haut die Blitzfelder raus. Kommt schon. Wechselt mal eure Einstimmung, ihr faulen Elis. Und einmal blasten. Explo-Finisher. Danke dir fürs Mitlaufen. Wir gehen los in 3, 2, 1. Los. Ui, wir haben sogar jetzt wieder einen Krieger. Ja gut. Kaufen mit Standarte für einen Kommi. Das wäre super. Ja. Yeah. Oh. Achtung. Kommt mal ein Stück zurück. Strategisch wenig wertvoll die Position. Ich würde... Ja, kommt mal alle zurück. Danke. Geh nochmal darin. Ich würde ja ganz gerne mal ein bisschen den Tick, zumindest wieder über 100 fahren. Diese Krampen! Nein, da ist er noch. Ich werde auch in Agani jetzt erstmal bleiben und die Befeste umbauen. Cool wäre, wenn ich halt zwischendurch ein paar Lager hätte, weil sonst baut die sich ja nicht weiter auf. Einmal die Kanone hier schnell aufbauen. Oh, das ist umgefallen. Nicht umfallen da vorne, Leute. Kommt ein Stück weg da von den Kanten. Komm hier rüber. Wir wollen hier ran. Wir haben halt kaum noch Mats drin. Und schade, sollen wir vielleicht mal die anderen Tore ablaufen? Ob das vielleicht eine Ablenkung ist? Wäre eine Maßnahme. So, kommt mal ran. Wir bauen mal hier noch ein bisschen Def auf. Wenn ihr noch Mats habt, das wäre natürlich cool. Hier hoch zu mir. Def von außen habe ich noch nicht viel gebaut, aber wenn du die an dem Außenmauer wirfst, wirf sie am besten von innen unten hoch. Dann ist sie nicht so leicht abräumbar. Du meinst direkt da überm Tor oder was? Nee, schon außen weiter, oder? Also direkt überm Tor musst du aufpassen mit Def, da musst du das auf diese schrägen stellen, aber das können die abräumen. Ja. So, einmal da oben steht sie. Wenn ihr Mats habt, baut mal auf.
Teilwagenbaustelle. Aber bitte nicht jetzt außer Garni nehmen, es kommt nichts mehr nach, ne? Jo. Dann mal die Ranger zu mir, ein bisschen Damage darunter legen. Okay, die bauen da was. Die bauen da Gildencutters. Pfeili bitte schnell aufbauen, Schaden da reinlegen. Pfeili besetzen, Schaden auf die Cutters drauf. Wunderschön. Als hätten wir es gewusst, ey. Ah, fuck, ich bin runtergefallen, Scheiße. Ja, das ist gemein. Leg dann Schaden rein. Schön dann nach rechts ein bisschen ans Eck. Oh, hier oben kommt auch ein bisschen Damage an. Nicht so viel, aber... Ja, da hinten, der Mörser ist besetzt. Ja, ah, sehr schön, schießt. So. Was haben sie vor, die Boys? Ist, wir haben oben auch einen Schildkrötenbanner, was du dir abholen könntest. Oh. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit dem Schildkrötenbanner gespielt. Das schaue ich mir jetzt mal an bei der Gelegenheit. Mhm. Ja, damit kannst du eigentlich ganz gut auch für deine Frontline da. Guck mal, hier hinten ist ein Toter. Heb mal kurz Pyro-Bill auf. Blocks reinsetzen. Einmal wach küssen. Einen kleinen Frosch. Leute, wir haben jetzt immer noch 160 Mal zum Einsatztrupp, aber gebaut habt ihr mit dem Ganzen außer Festung, die ist jetzt fast leer. Das ist schlecht. Das ist wirklich ziemlich schlecht. Das ist schlecht. Das ist die Public-Krankheit. Ja, eigentlich läuft das sonst teilweise ganz gut. Ja, das kommt immer drauf an. Es kommt halt nicht mehr an Dollys rein und durch dieses neue Ausbausystem, was einige noch nicht... Intus haben, dass das jetzt nur noch ausbaut, wenn jetzt wirklich auch genug Dollys ankommen, ist es halt schwierig, bis es sich nochmal zurappt, dauert es ja nur noch 69 Dollys, die reinkommen müssen. Vorher wird es halt nicht gerappt, ist nicht mehr automatisch, Leute. Ist sowieso ein bisschen doof, das System. Also ich finde 80 echt übertrieben. Also im Osten ist immer noch safe. Aber das ist ja voll nervig, dass man im Fight nicht mehr ratzen kann. Du kannst nur noch Downstats, deswegen ist ja die Standarte umso wichtiger. Darum hatte ich mich eben so gefreut über den Krieger. Es kriegt jetzt eine neue Bedeutung, dass du halt die Standarte schmeißen kannst, bevor die Leute ganz... Kommt mal alle ran hier zu mir, wir stacken mal kurz vom Ausfalltor. Alle mal ran. Alle mal ran, komm Leute. Kommt mal alle ran. Auf geht's. Waren noch ein paar Leute hier. Komm mal ran. Komm mal ran da oben. Auf geht's, kommt zu mir. Okay, seid ihr ready? Habt ihr Buffo drin? Wir gehen da raus. In 3, 2, 1. Wo sind sie hin? Statusreport. Die holen gerade das Lager anscheinend. Ah, ja. Nein, wir holen das. Wir wissen ja auch, dass unsere Ausbauten sonst durchgehen. Ich glaube, wir holen das Lager. Wir holen das Lager. Ja. Wo sind die hin? Ich weiß nicht, hoffentlich nicht zu uns.
Irgendwie habe ich echt lange keine Golems mehr gesehen. Gibt's die überhaupt noch? Ja. So, vor 2-3 Tagen gab es noch Golem-Angriff. Ich glaube, da war sogar Tino in der Garni und hat ihn abgewehrt. Aber das Problem ist halt... Die sind ja an der Garni noch irgendwo. Könnte das Tor hier auch offen sein? Weiß ich nicht. Sollen wir gucken? Keine Ahnung. Könnte natürlich sein, ja. Ich bin gerade an der Garni rum, aber es ist gerade frisch angehittet. Du hast recht, du hast recht. Jupp, Tor ist offen. Ja gut. Boah, das Schildkrötenbanner ist total OP. Hast du es gerade bei den Wachen geworfen, oder was? Nein. Ich hab das in der Hand. Das kannst du mit dir rumtragen. Und du hast dann einfach nur eine Skillbar mit 5 Skills. Und, jo. Also, auf deinem Banner klebt eine Schildkröte. Ja, genau. Das sind die Skills hier. Kannst du mal durchlesen. Und, ja, das ist ziemlich krass. Wir haben Cutters im Osten. Und die versuchen auch gerade schon unsere Def abzuräumen. Guck mal hier, das ist die Gruppenstabi. Hör die mal hier raus. Mega Schildkröte. Ja, wir sind bloß gerade schon am Lord, wir machen den noch schnell. Weil wir sind eh gerade in Fight. Wie ist die Mauer? Kann ich von hier nicht ganz anklicken. Ich bin jetzt gerade und versuche das Gegenkata zu besetzen. Weil die Ballisten haben sie schon abgeräumt. Timer? 1:11. Okay, wir laufen gleich. Mats, mach dich schon mal bereit. Ja, klar. Kommen wir hier runter. Okay. Wir sind ja die hier nachher wieder. Kommt, wir brauchen euch. Kommt schnell. Scheiße, ich muss hier weg. Und wo war das jetzt nochmal genau, wo die durch sind? Osten sind die durch, im Moment sind sie am Osttor. Okay. Aber bis jetzt scheint noch nichts gestellt. Ich vermute, dass die jetzt gleich versuchen, die Wand hier vorne durchzukriegen. Das Ding hat sogar 2 Wasserfelder, das ist ja krass. Okay, Achtung, gleich mal sammeln auf mir. Sammeln. Wie lange Empower ziehen. Wir gehen los in 3, 2, 1. Das Banner hat er 15 Minuten und dann kann er sich ein neues holen. So, einmal runter droppen. Ich mache hier die Mega-Stabi raus. So, auf geht's. Frühstückt euch hier die einzelnen Leute, dass die uns von oben nicht frühstücken. Und jetzt die Treppe hoch. Treppe hoch. Kommt schon, bleibt an mir dran. Bin hier hoch. Oh, die Krampen. Ich renn mal hoch und schmeiß euch Kühle an. So, passt auf, wartet mal, nicht da reingehen, Leute. Wartet kurz. Wir drücken da alle drauf. In 3, 2, 1, jetzt rein. Und gleich hinterher. Weiter. So, auf geht's, rein da. So, und irgendwas. Direkt reinschampen. Hier, Schutzstabi raus. Auf geht's, Wasserfeld bei mir, Riesenwasserfeld bei mir, blastet die Scheiße.
Auf geht's, auf geht's. Downstage. Wunderschön. Und schön hinterher drücken. Schön hinterher drücken. Achtung, hier ist Wächterwall. Nicht in die Wächterwall reincasten. Ein bisschen aufpassen. Und einfach hinterher. Ganz dezent durch. Einmal bis zu mir durch. Ich mache hier die Mega-Stabi raus. Wunderschön. Schaut euch die Schildkröte an. Ja, sehr gerne. Schlaf schön. Ich danke fürs Mitlaufen. Puff. Da hinten ist noch mal ein bisschen was. Wunderschön. Dieses Banner. Boah, ey. Jetzt ja, möchte. Ey, jetzt. Na, deine mit dir stehen bleibt. Das hätten wir jetzt auch ohne den Banner geschafft hier, aber. Das Ding ist schon echt strong. Der Wahnsinn. Also, damit mal einen richtigen Fight. Ich habe das ja schon beim Gegner gesehen, aber selber habe ich es noch nie in der Hand gehabt. Das ist richtig krass. So, jetzt, wo war auf? Osten, die Wand. Ah, die Cutterwand drüben, oder was? Ja. Okay, ah ja, ich sehe es. Noch drei Leute von LRS rum. Ja, die bleiben einfach liegen. Ah, nee, das kann gut sein, dass sie jetzt irgendwo ein Messer versteckt haben, aber ich habe bis jetzt auch noch nichts plöppen sehen. Wir draußen mal noch abbauen hier, die Cutters. Wunderschön, haut eure Matzen noch ein bisschen in die Mauer rein. Und jetzt müssen wir echt Lager holen. Ja, die Lager hat mir schon jemand gedreht. Ja, ne, im Süden auch. Weil wir haben jetzt mittlerweile schon 18 von den 80 nötigen Dollys drin für den nächsten Ausbau. Guck an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir sömmeln uns. Lauft dann alle mal darüber so, zu dem Schrein der Erde im Osten. Falls ihr jetzt nicht gerade bei mir seid. Ja, ist das Banner jetzt ausgelaufen oder habe ich es weggemacht beim Rappen? Oh. Na, ausgelaufen wahrscheinlich. Ist irgendwann weg. Bitte? Das muss ich mir dann mal im Replay angucken. Ich habe es ja aufgenommen. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn das beim Rappen... Ich habe jetzt auch gar nicht geschafft. Vielleicht habe ich es auch weggesteckt. Habe ich aus Reflex im Kampf einen Waffen... Nee, im Kampf hatte ich es noch. Das hält nicht ewig. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe gar nicht... Eigentlich hält das 15 Minuten und dann kannst du dir das nächste holen, wenn sie es nicht geändert haben. Ja, dann schaut mal kurz, bitte. Ist noch jemand drin? Guckt mal, ob man sich schon wieder nehmen kann, weil dann ist einfach die Zeit ausgelaufen. Wäre jetzt eine coole Info. So ist noch. Naja, dann habe ich es irgendwie weggeklickt. Muss man das dann irgendwie bauen oder so? Kostet ja, das was? In der Gilde muss man es bauen. Ja, das sind die Taktiken, die man baut. Die habe ich reingezogen. Das macht der Schreiber in der Gilde. Sind zwar nicht ganz billig, sind aber sehr, sehr praktisch, finde ich. Weiß jemand, ob Tinu das schon bauen kann? So, einmal hier ankrabbeln, wenn er nicht gerade nicht drin war. Ja, Olas Rache fragt gerade. Sollen wir Automatiktürme als Geschütz stellen für die Tore hier? Wie geil wäre das denn? Klar, das können sie machen. Und direkt hier geht's wieder hoch. Wer das reinziehen möchte, ich glaube, das ist offen. Ich habe ja auch alles reinziehen können. Esch hatte das wohl offen gelassen. Oh, danke schön für die Belas, für die Holmes Garni. Achtung hier wegen der Wache. Jetzt wollen wir nicht, dass sie uns sehen. Wenn es geht, schon mal ein, zwei Leute rechts da die Wache töten gehen. Der Rest kommt mit mir ins Lager, schon mal Mats holen. Wir haben nicht mehr so viel bei. Oh, der Schleier. Haben wir jetzt einen Schleier dabei? Das wäre natürlich klar. Ist der Schleier im TS? Hier Messmer hast du. Du hast eine Chance. Also ich kann einen Schleier reinmachen. Das wäre hervorragend. Dann kann ich Schleier ansagen. Die Tore vom Hügel sind übrigens auch offen, ne? Ja gut. Aber ich hätte so gern, cool, die haben ich hätte gern Supplies. Was meinst du? Was hättest du gern? Supplies. Und im Hügel wären noch 500 Mats drin. Jo. Kann man anbieten. Das machen wir. Wir haben jetzt fast nichts gekriegt. Ich meine, fast nichts. Naja, 100. Nicht ganz. Die vom Lager. Aber wenn da eh nur auf ist, ne, wenn die das nicht gerappt haben, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich dachte, die haben das bestimmt gerappt. Aber die haben wohl echt nur Bock auf Fights. Ich weiß nicht, irgendwer schon... oder irgendwer schon reingerannt. Es kann sein, dass die Lichter da jetzt rein sind und absnacken wollen. Ja. Nee, ich meine von uns. Vielleicht kann der ja mehr sagen. So, hier gibt's eine Abkürzung. Für die, die sich zutrauen, folgt mir. Ihr könnt aber dabei sterben. Unter Einsatz eures Lebens. Also überlegt es euch gut. Boah,
Das hört man natürlich gerne. So, einmal hier links rüber hüpfen. Oh, genau. Wenn der Speed aber nicht rausgeht, schafft man es natürlich theoretisch auch. Aber wenn man nicht ist, nicht. Und dann hier und dann da. Und jetzt gehen wir runter, die Toten ressen. Einmal aufheben. Es wird nicht aufgezeichnet. Man sieht eure Namen nicht. Ist kein Problem. Du hast übrigens auch. Ihr Namen nicht nochmal erwähnt. Also, gestorben sind. Ich kann dir sagen, du bist gerade hier noch nie mal da hochgekommen. Ja, Moment. Krokodil hat es wieder nicht geschafft. Ich bin doch hochgekommen. Ich bin auch oben durch. Ja? Aber das ist schwer. Ich bin beim ersten Mal ein bisschen abgerutscht. Die Krokodilsfüße sind nicht so für so Sprungrätsel gemacht, weißt du? Aber wir sind sehr robust. Ja, wieso rennen sie rein? Wieso tun sie das? Wieso? Und jetzt Truff hier, wenn ihr eh schon Truff seid. Undisziplinierter Haufen. Und schön den Schaden oben halten. Einmal schuppen. Schuppet! Müsst schuppen? Für die vorher nicht dabei waren. Das Ding hat einen blauen Balken. Wenn der blaue Balken weg ist, kriegt das Ding mehr Schaden. Wieso kriegt das Ding mehr Schaden? Weil der blaue Balken weg ist. Und wie macht ihr den blauen Balken weg? Mit CC. CC heißt Crowd Control. Crowd Control ist alles, was heranzieht, wegstößt und durchgehend abhält. Jetzt ist der blaue Balken down und jetzt könnt ihr Schaden machen, wie ihr noch nie Schaden gemacht habt. Schön hier die M-Powers ziehen, Feuerfelder legen, Expo-Finisher in die Feuerfelder rein, also Explosionsabschluss-Kombo-Gedönse. Steckt man schön Macht, macht mehr Schaden. 25 Stacks macht's. Hervorragend. Kann sein, dass die Gruft auch noch offen ist, allerdings nur noch 7 Minuten. Ja. Also beziehungsweise die Dollys und die haben ja noch ein Lager. Oh. Ja, ein Fingerhut. So, und einmal schön synthetisieren. So viel Zeit muss sein. Wunderbar. Dann stelle ich mal die ganzen Datenbank-Einträge vor auf dem Server, wenn wir da am Synthetisieren sind. Ist vielleicht irgendeine Gilde wie DP oder sowas da, die plus 5 haben? Wir gehen einmal in die Garni. Wir holen uns gleich die Gruft. Ich wollte gerade sagen, wir haben ganz viele DPler dabei. Vielleicht darf ja einer von denen. Ja, jetzt darf jeder, glaube ich. Und bevor alle springen, holen wir uns alle Mats. Sorry, ich glaube, ihr habt die Rechte nicht. Ich glaube, wir lassen ein paar drin. Doch, ist schon geclaimed. Kurz mal sammeln. Ja, die Garni hat plus 5, nur wenn ihr mir die leer zieht. Ja, lasst die Mats bitte in der Garni drin. Ja, es ging nur um den Hügel. Ach so, ja klar, nee, habe ich nicht angesagt. Hey Kroko, wo bist du jetzt hin? Ja, ich bin geportet. Ich habe die Wegmarke auch im Kartenchat gepostet. Wir müssen schnell zur Gruft, weil die hat nur noch, pass auf. Ein paar Dollys nur noch? Ja. Ja, die ist. Ja, nee, die ist schon. T1 ist durch. Ja, aber T1 ist Papptore, das heißt, es ist noch offen. Wird da nicht gerappt? Ah, der wird nicht gerappt, genau. Perfekt, stimmt ja. Wir laufen los in 3, 2, 1. Stimmt. Dass der Aufbau durch ist, ist nicht schlimm. Der nächste wäre erst gut. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit. Jo. Wenn die Dollys nicht schubsen oder das zweite Lager holen, dann klappt das. Wunderschön. Da können wir uns auch schnell noch. Ah, guck mal, ihr da vorne, ihrer Schlachtbestie, könnt ihr schnell den Schrein schon machen? Wenn ihr da vorne schon seid. Was hat noch Buff? Okay. Alles klar. Dann machen wir den schnell. Und jedes Mal, wenn der Kommi sich dann so ein Banner da holt, so ein Schild. Verdammt, ich bin schon wieder falsch gelaufen! Entschuldigung, erzähl weiter. Jedes Mal, wenn. Schneidest du das dann